Wie wurden die denn jetzt beschädigt? Oder war das noch von vorhin? Da wird auch wieder der Come Ghost. Panzerung erforschen. Ach ja, ach ja, ach ja. Die da rein. So, da kommen sie jetzt mit Wächtern, aber die haben nichts in der Hand gegen meinen Mutalisken. In bester Hoffnung, dass sie jetzt alle sterben. Jawohl, sieht auch gut aus. Die haben jetzt hier ein bisschen Schaden auf den Extraktor gemacht, aber da der Extraktor noch steht und sich nach und nach regeneriert, ist das auch zu vernachlässigen. So, jetzt kann ich hier nochmal so ein paar Mutalisken holen. Ich werde dann hier auch mal zum Scouten so ein paar Einheiten lang schicken. Von da unten. Da sind wieder nur Medics. Das macht viel Sinn. Jetzt mal ehrlich. So, dich noch ein bisschen weiter nach vorne. So. Zack. Dann muss ich mal gucken. Ach ne, ich habe den nicht ausgebaut. Was könnte ich denn gerade machen? Das ist so ein bisschen langweilige Phase. Ich könnte noch mal abspeichern zur Sicherheit unter E. Hier mache ich nichts erstmal. So, dann habe ich hier eigentlich auch schon, naja, noch keine Gruppe zusammen, aber es wird langsam. Wenn die beiden dazukommen, fehlen nur noch drei. Und dann mal schauen. So, die 300 habe ich jetzt auch gleich zusammen. Habe ich jetzt. Overlords. Dann machst du Overlords. Dann fehlt mir auch wieder Mineralien. Oder ich überschreibe den jetzt mal und gucke, was ich jetzt mit den zwei Gruppen hier oben an der Basis reißen kann. Eins aggressiv dahin und die zwei auch. Die zwei habe ich gar nicht definiert. Die steht noch hier hinten. Mist. Die soll natürlich auch vorrücken. Aber dann klappt das im Moment auch relativ gut. Jetzt erstmal schnell den Nachschub weghauen. Die 2 kümmert sich um den, die 1 um darum. Ah, ich habe die 2 immer noch nicht definiert. Nee, macht erstmal die Dinger da platt. Und ihr sollt euch jetzt alle mal auf das Ding stürzen. Die 1 dazu. Damit der auch mal gekillt ist und dann könnt ihr euch um den Rest kümmern. So.
Und ich denke mal, dann ist der Drops auch gelutscht für diese Basis. Jetzt habe ich im Prinzip das bisschen, was Gruppe 2 war oder werden sollte, verloren und habe jetzt noch eine komplette Gruppe übrig, will ich jetzt mal grob sagen. So, Focusfire auf den, dann Focusfire auf den. Obwohl, was hier jetzt kommt, das killt meine gesamten Einheiten her. Warum auch immer da jetzt so viel Verstärkung noch kam. Hier weg. Zwei Einheiten habe ich jetzt noch. Also zwei Mutterlisken. Sechs sind im Bau, das heißt, da bleiben dann acht. Hier steht noch einer rum. Ich glaube, ich hätte das auch besser lösen können, aber naja. Jetzt ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Bauen. Warum nur ein? Ach so, weil sonst keine Larven da waren. So. Naja. Jetzt kommt wieder so eine langweilige Phase. Was auch immer die jetzt mit den Schiffen hier wollen. So, erstmal die platt machen, dann den platt machen. Ach, der ist schon platt. Gut. Jetzt habe ich wieder eine volle Gruppe. Und werde hier weiter angegriffen. Aber die sind schon tot, bevor überhaupt irgendwie meine Gruppen in die Nähe kommen. Ne, was zur Hölle machen die denn? Hier einfach mal angreifen, damit die mir die Gebäude nicht weghauen. Vor allem die Protoss-Gebäude. Das finde ich eigentlich auch mies, dass ich hier bei den Protoss nur die Gebäude habe und die quasi verteidigen muss und nicht irgendwie neue Gebäude bauen kann oder andere Einheiten bauen kann. Jetzt kommen die hier mit allen möglichen und smashen mir alles kaputt. Super! Genau das ist das, was ich brauche. Jetzt kommen die da unten noch. Na, erstmal den da wegschicken. So. Haben die hier jetzt noch was stehen? Ja. Wächter sollen hier einfach mal gekillt werden. Beziehungsweise so einfach ist es gar nicht mit einfach mal gekillt werden. So, hier auch nochmal ein paar Einheiten produzieren, die dann da unten wieder die Eco in Gang bringen. Mineralien. Mineralien. Ihr geht dann auch darunter. Einer baut Gas. Und dann muss ich dringend zusehen, dass ich mir das Mineralienfeld da oben sichere. So, die Angeschlagenen sind alle wieder fast fit. Oder, naja, was heißt fast? Die sind so ein bisschen fit.
So, hier. Datensammelpunkt wieder hochsetzen, bauen. Ja, mehr Mineralien. Ist gut. Hier, Mineralien. Was habe ich denn da noch? Da ist fast gar nichts mehr. Doof. So. Ich gucke jetzt einfach nochmal, ob ich hier oben den Rest wegrushen kann. Und wenn nicht, lade ich einfach den Spielstand, den ich vorhin gespeichert habe. Denn so geht das im Prinzip nicht, finde ich. Oh, ja klar, was hat denn der hier schon wieder? Klar, der baut sich doppelt so schnell auf, wie ich ihn kaputt machen kann. Das macht Sinn. Aber hier sind nur Ground Units, dann... Ja, ist die Idee mit den Wächtern wohl doch nicht so schlecht gewesen. Da ist erstmal wieder die Kommandozentrale kaputt machen. Gruppe 2 kümmert sich um den, Gruppe 1 macht hier weiter kaputt. Mal ordentlich Schaden machen, bevor die mit der Verstärkung eintreffen. So. Was wird hier angegriffen? Das macht ihr mal. Jetzt kommt so langsam die Verstärkung, das heißt, ach, naja, ist im Moment auch nicht so prall. Aber dann ist die Basis hier zumindest erledigt. Ah, jetzt abhauen. Noch das letzte bisschen retten. Unsere Basis wird immer noch angegriffen. So, hier ist aber nicht mehr. Warum steht ihr denn hier? Ich hatte euch doch gesagt, ihr sollt die angreifen. Dumm. Muss ich auch nicht groß verstehen, oder? Ach, da ist ein Goliath. Gut, der ist tot. Der Marine ist auch tot. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ich bin hier echt nur am Hin- und Herhechten, aber ich glaube, im Moment wird's was. Wo haben wir die Overlords? Die sind ganz weit weg, ist klar. Die nächste Spornkolonie ist hier unten, da muss ich den reinziehen und dann wird er auch gesehen und gekillt. So, dann hatte ich da einen Panzer gesehen. Nee. Dann hatte ich da halt keinen Panzer gesehen. Warum ist der denn so weit? Ach, der hat sich vielleicht um den Panzer gekümmert. Zack, so. Die erstmal zurückziehen, dass sie sich regenerieren können. Hier weiter produzieren. Was haben wir da jetzt? 6 Einheiten.